Aktueller Ermittlungsstand. Im Münchner Vermisstenfall geht die Polizei davon aus, dass der Tatverdächtige seine Ehefrau getötet und deren 16-jährige Tochter als Zeugin des Vorfalls ermordet haben könnte. Mit dieser Theorie sei der Haftbefehl beantragt worden, sagte heute eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München 1. Seit Sonntag sitzt der 44-Jährige in Untersuchungshaft. Die beiden Frauen werden seit fast 2 Wochen vermisst. Wiesenaufbau. Seit dem 8. Juli laufen die Vorbereitungen für das Münchner Oktoberfest. Mittlerweile steht der Rohbau aller Zelte. Ab Montag werden die Böden verlegt. Bis zum Wiesenstart heißt es Betreten verboten. Für Anwohner und Passanten bedeutet das Umwege und Umleitungen rund um den Festplatz. Aber auch dieses Jahr hat die Stadt München einige Fuß- und Radwege über das Gelände offen gelassen. Belohnung. Bayerische Schüler mit mindestens einer 1 im Jahreszeugnis dürfen am Montag kostenlos mit den Regionalzügen durch Bayern fahren. Außerdem hat Finanz- und Heimatminister Albert Füracker Freifahrten auf allen Linienschiffen in den Sommerferien angekündigt. Unter anderem am Starnberger und Ammersee. In der Therme Erding dürfen Einserschüler kostenlos eine Stunde länger im Bad bleiben.